Willkommen zurück, meine lieben Rätselfreunde, zu den drei Fragezeichen. Geheimnisse aus der Geisterwelt, oder? Ich glaube schon. Verzeiht, meine Stimme ist noch nicht so ganz da. Gut. Wir reden jetzt mal mit ihr. Wir haben jetzt die Abzeichen gesendet und den Kojoten quasi Folgt geholt. dem weißen Kojoten. Ja, und wo ist der weiße Kojote? Eines muss man Amar lassen. Er hat die Ruhe weg. Alles klar. Hast du was gesehen? Nigel? Noel? Wie heißt es denn? Ich weiß nicht, wie er heißt. Ah! Seht nur da! Der weiße Kojote! Wie haben sie denn das gemacht? Rauf aufs Pferd und ihm nach, Peter! Also jetzt wird's so ein bisschen absurd. Wie sollen das getriggert worden sein, dass dann... Seht nur da! Der weiße Kojote! Rauf aufs Naja. Pferd! Naja, naja, also. Ich weiß ja nicht. Vergiss den, wenn ich Jelena zitieren darf, der Ideal. Vergiss den Cowboy-Hut weiter. Du musst den Helm aufbehalten. Ach so, echt? Wir kommen schnellstmöglich nach. Ja. Folge dem weißen Oh, Kojoten. ja, wie? Ah, so, okay, so. Ah, kann ich springen? Ah, oh, geil. Voll Speedgallop. Oh, das lenkt ein bisschen. Lenkt ein bisschen schnell, ja. Das lenkt ein bisschen schnell. Kann ich noch schneller? Kann ich noch schneller? Hallo? Könnte ich vielleicht schneller reiten? Geht das überhaupt? Ich bin nicht sicher, ob ich schneller reiten kann. Ach so, okay. Ich hab gerade mal... Ja. Ich habe gerade mal versucht, die Steuerung zu ändern, also dass ich halt mit Maus spiele. Ich dachte, da kriege ich so einen Boost oder sowas, wenn ich hier so einen Sprungschalt schaffe. Aber anscheinend nicht. Und ich kann auch nicht wirklich schneller reiten, hä? Wird es irgendwann schneller? Ich habe keine Ahnung, also... Es kommt mir jetzt nicht sonderlich schneller vor. Nee. Ja. Okay, aber es wird schon tricky. Aber die Hindernisse nehme ich dann doch noch gerne mit. Das ist schon immer sehr cool. Jawohl. Na komm, und dann noch rüber. Ah, jetzt wird schon langsam schneller. Jetzt macht schon ein bisschen Spaß hier, ne? Also jetzt wird schon interessant. Oh, da ist er ja, der Kajote. Los, du Kajote. Willkommen an der Stätte des weißen Kojoten, Peter. Moment mal. Wieso kennen Sie meinen Namen? Können Sie mich hören? Oho. Was denkst du? An diesem Ort ist vieles möglich, Bruder Schlackerbein. Was? Ich habe eine Geschichte für dich. Was? Weit war die Reise vom Meer zur Küste, über das Gebirge und tief ins Land. Segen und Gefahr lagen dicht beieinander. Wohin? Wohin? Okay. Nur Geduld. Deine Freunde werden bald eintreffen. Die Meeresfrau hat die Welt erschaffen, indem sie Erde in das Meer warf, wo sie sich verteilt. Die Meeresfrau erschuf auch den Kojoten. Er sollte die Welt erkunden. Dann hielten sie Hochzeit und wünschten sich einen Korb voller Kinder. Alles klar. Berglöwe und Wolf suchten ihren Platz in der Welt. Die Meeresfrau sah dies mit Wohlwollen und hatte Kinder lachen gesehen. Kojote und Meeresfrau bekamen einen großen Korb voller Kinder. Ein jedes war ein anderer Stamm. Der Kojote sollte den Korb weit ins Land tragen und erst am Ziel öffnen. Doch der Korb war schwer. Okay. Die Meeresfrau... Ja, schon gedacht. Ja. Was ist hiermit? Das war's? Dass er nichts macht, macht mich nervös. Worauf wartet er? Ja, der ist ja not real, Mann. Der ist ja not real.
ja nur Geisterwelt. Ob es an dem Kojoten liegt, dass der Handyempfang gestört ist? Zum Glück ist meine Fährte für Spürnasen wie Justus und Bob gut zu verfolgen. Na, ist klar. Das erinnert mich an die Plackerei rund ums Baumhaus. Wo fange ich am besten an? Auf der Rückseite des Korbs ragt ein dreieckiger Stift vor. Aha. Ach so, ja, ist klar. Okay, ja gut. Habe ich schon verstanden. Hallo, Peter. Hallo, Bob. Das ging ja fix. Wo steckt Justus? Er brauchte eine Verschnaufpause und hat mich vorgeschickt. Was gibt's Neues? Gallagher kommt uns mit einem Indianermythos. Und er hat mich mit Namen angesprochen. Ja, das Wir ist creepy. Wir dachten schon, du bist der Einzige, dem die Hitze nicht zu schaffen macht. Ja, jetzt ganz ehrlich. Das ist echt unheimlich, dass der uns da mit Namen ansprechen kann. Na, die kleinen Kinder nicht mitnehmen? Dann erfüllen wir mal den Kinderwunsch von Kojote und Meeresfrau. Alle Kinder da rein. Upsi. Okay. Da kommt der Justus. Hallo? Kollegen, da bin ich. Na siehst du, Just, du hast es geschafft. Wir haben wieder so ein Lös-mich-Steck-mich-Rätsel. Und Gallagher kennt unsere Namen. Ach, das ist doch Quatsch. Lass mich mal sehen, worum es gerade geht. Inzwischen sollten wir den Helm einsetzen. Ja. Achso, nee. Der Kojote sollte den Korb weit ins Land tragen und erst am Ziel öffnen. Weit war die Reise vom Meer zur Küste. Bald setzte der Kojote den Korb ab. Im echtes Berglöwen hielt der Kojote am Ziel. Brauche ich ja gar nicht mehr. Justus, das ist ja eine Quatschidee. Ich habe doch schon alles, was ich brauche. Hier, ne? Die Kinder kommen da rein. Da kommt natürlich der Kojote rein. Da unten der Berglöwe. Und da er. Das muss eine Brücke werden, glaube ich, hä? Ah, oder? Nee, es passt so. Da hat sich etwas beim Eingang getan. Oha. Die Maske. Herrschaften, wir haben die vierte und letzte Maske. Nice. Fragt sich, was wir mit den Masken anstellen sollen. Und vor allem, wo? Wenn Mr. Gallagher wirklich kommunikativ ist, bekommen wir unsere Antworten. Ja, das denke ich auch. Hallo, Mr. Gallagher. Wieso habe ich den Eindruck, dass Sie in dieser Gegend Ihre weibliche Seite entdeckt haben? Nun bist du es, der in Rätsel spricht, Justus Jonas. Hör zu! Die Nerven blank, die Jacke fest, ein jeder mied das Kuckucksnest. Und sah kaum, dass die Zeit gereift, die weißen Westen als gestreift. So saß ich halber Ehrenmann und schaute mir vier Masken. Okay. Ich muss sagen, die drei Detektive haben sich gut geschlagen. Ich melde mich bei Zeit. Unglaublich. Nachher hockt er noch bei uns in der Zentrale. Ich wette, sowas ist es. Der ist nicht tot. Na,
Na schön, Just. Steig auf. Wir führen euch gemächlich zur Ranch zurück. Und was ist mit den anderen? Was ist mit Chip Delaney? Da wären wir, Just. Nun rück endlich damit heraus, was dein Gerede von der weiblichen Seite sollte. Apropos weiblich. Hallo Jungs, alles in Ordnung? Nicht, dass Chip oder Natalie bei einem von uns aufkreuzt. Überlassen wir ihr Schicksal der Polizei. Wir fahren bald nach Hause. Kannst du etwas für mich recherchieren? Ich komme gerade nicht dazu. Bob berichtet Jelena von Gallaghers neuem Rätsel. Justus macht ein langes Gesicht, was Bob mit einem Augenzwinkern quittiert. Ich glaube, es geht um einen dunklen Punkt in Gallaghers Vergangenheit. Ich melde mich, sobald ich mir sicher bin. Ja, das dachte ich mir nämlich auch. Okay. Da seid ihr ja. Die Maske habt ihr auch dabei. Euer Ethan ist ganz hibbelig. Falls ihr wollt, könnt ihr hier auch übernachten. Okay. Das möchte sie wohl gerne, hä, ihr beiden. Darf ich die Maske mal sehen? Ja. Sonderbar, nicht wahr? Aber eines ist noch sonderbarer. Seht mal hier. Aber das bin ja ich. Wo bleibt denn da meine Privatsphäre? Wie ich es mir dachte. Mrs. Forrester hat unsere Wolkenaktion von draußen beobachtet und dafür gesorgt, dass uns bei Erfolg der Kojote erschien. Ja, das dachte ich mir. Warum war ihr die Zeitung so wichtig? Sie hat darin ein Tablet versteckt und sich in die Geisterwelt eingeloggt. Gallaghers weibliche Seite. Nun kennt ihr die Anweisungen, die ich hatte. Zu Lebzeiten hätte Gallagher über das geheime Mikro im Helm mitgehört. Die App dazu ist so gut wie gelöscht. Großes Indianer-Ehrenwort. Ah, schade eigentlich. Ich dachte jetzt schon, dass der Gallagher noch... Aber ja, gut, okay. Hat er wohl so geplant gehabt, dieses Spielchen? Euer Ethan ist ganz hibbelig. Als die drei Detektive die Ranch verlassen, meldet sich überraschend Tante Mathilda. Oha. Sie ist in großer Sorge. Ah, natürlich. Letzte Nacht wollte einer über den Zaun klettern, aber ich bin rechtzeitig mit dem Besen auf ihn los. Ich glaube, das war euer Kerl mit dem Dutt. Ob die Masken in der Zentrale wirklich gut verwahrt sind? So kurz vorm Ziel dürfen wir uns die Tour nicht vermasseln lassen. Die Nacht der Einbrecher. Am darauffolgenden Abend halten die drei Detektive in ihrer Zentrale Stallwache. Ach, ich glaube, wir sind alle ein bisschen überdreht. Könnt ihr an Schlaf denken? Nicht, solange wir auf die vier Masken und den Helm aufpassen. Wir hätten sie Ethan überlassen sollen. Die Artefakte sind bei uns in guten Händen. Die Masken befinden sich im Tresor und der Helm lädt sich wieder auf. Wie weit sind wir mit dem Rätsel? Jelena hat versprochen, uns vor Mitternacht anzurufen. Na toll. Während wir hier hocken wie eine Henne, die ihr Ei beschützt, schleicht womöglich der Fuchs um den Hühnerstall. Ja. Es ist jetzt natürlich die Frage, es ist schon sehr heikel, was ich wir hier tun. Ich habe schon eine Weile über Gallaghers Rätsel gebrütet. Meine Notizen müssen hier irgendwo sein. Ach, bei unserer Taschenlampe sind die Batterien ausgelaufen. Was ist auch für eine 3000 Jahre alte Taschenlampe? Bei leeren Streichholzschachteln weiß ich nie. Hast du ein Handy? Das hat mir Kelly... Die Alarmanlage schalte ich ein, falls wir die Zentrale gemeinsam verlassen. Naja, okay, aber nimm das mal mit, vielleicht. Eine Unwetterwarnung. Rocky Beach bleibt zum Glück verschont. Okay. Der Kuckuck jubelt, wie jedem Ornithologen geläufig ist, seine Eier kleineren Singvögeln unter. Ergo hat er kein eigenes Nest. Also, das Geräusch spiegelt einfach perfekt das wieder, was ich auch Wenn ich das Leihbuch verschlampe, ist es mit dem Aushilfsjob in der Bücherei vorbei. Ach, Quatsch. Ja, und jetzt? Wir haben... Unsere Funzel bringt nichts. Der Helm braucht Tageslicht. Hier, Cotter. Nachdem wir den alten Chevrolet noch am Hafen sicherstellen konnten, wurde er letzte Nacht vom Polizeigelände entwendet. Solange dieser Delaney auf freiem Fuß ist, rate ich euch, besonders wachsam zu sein. Boah, also Chip ist schon ein ganz schön knallharter Vogel hier. Also, oh,
Keine ungebetenen Besucher. Gecheckt. Oh, wenigstens einer von uns kommt zu seinem Schlaf. Ja, wollen wir mal rausgehen, oder was? Bodenluke richtig geschlossen? Gecheckt. Fluchtweg zur Werkstatt? Gecheckt. Fluchtweg zur Werkstatt? Ist mit dem Safe? Keine unerwünschten Besucher in der Dunkelkammer. Tresor intakt. Tresor intakt. Die Dachluke ist geschlossen. Schleicht da jemand auf dem Gelände herum? Aha. Sieht so aus. Mr. und Mrs. Jonas vor der Flimmerkiste. Ja, alles ruhig? Das sind vier Leute. Ach so, das sind... Hä? Bilde ich mir das nur ein, oder? Man erkennt kaum etwas. Das sind irgendwelche Figuren. Da habe ich jetzt gerade voll Angst vor so einem Jumpscare, dass hier auf einmal irgend so eine Fratze da einem ins Gesicht hüpft. Gott sei Dank ist es nur drei Fragezeichen, da passiert sowas nicht. Aber das wäre schon mega creepy, hier wechselst du so rum und auf einmal... Und ich so, oh mein Gott. Und ihr so, oh mein Gott. Okay. Nachts sind alle Katzen grau. Einbrecher auch. Klingt nach einem miesen Film. Die Nacht der Einbrecher. Nur gut, dass wir nicht raus müssen. Da muss ich widersprechen. Wir sollten auf Patrouille gehen. Start, unser Tunnel zur Freiluftwerkstatt. Stationen, Wohnhaus, wenn möglich die Straße und zurück durchs kalte Tor. Gut, ich mach den Anfang. Frische Luft hat noch keinen umgebracht. Ich sehe das auch so. Wir brauchen eine Parole, oder? Wir haben ja bereits Erkennungszeichen. Der Ruf des Rotbauchfliegenschnäppers. Genial, Peter. Wer in die Zentrale will, muss pfeifen. Okay. Ach, und Bob, such in der Werkstatt nach einem Karton mit einer Lampe. Für Lichttherapie. Für den Helm wäre sie perfekt. Ja, aber wir haben keine Batterien. Ach, was, wo soll ich suchen? Hier oder was? Oder? Ach, bei leeren Nee. Halten wir uns an die Regel. Achso, unten raus. Aber ich würde halt schon gern das Ding aufmachen, die Alarmanlage. Na gut, die anderen beiden sind da drin. Was sind das für creepige Figuren? Ach, meine Güte, man sieht die Hand vor Augen kaum. Das ist ja Schrottplatz voll ist krank. Bleiben noch unsere Geheimtore am Zaun. Ja, genau. Das grüne Tor belagert? Das grüne Tor belagert? Ach was, ich kann jetzt nicht hin, weil die Puppe da steht, oder was? Ist dein Ernst? Das Kassenhäuschen ist leer. Ein Fernsehabend von draußen hat etwas Tröstliches. Außer flachen Witzen keine besonderen Vorkommnisse. Der Kühlschrank. Ein Fremder käme nie auf die Idee, dass man durch das kalte Tor in die Zentrale gelangt. Ja, aber... Aha, auch verstellt. Jemand steht vom roten Tor. Nein, das sind nur Figuren, Mann. Erst sollte ich noch etwas erledigen. Was denn? Hä, was will er denn noch? Was sollte ich noch machen? Ist da jemand? Der Karton mit der Lampe. Das Gewicht kommt hin. Okay. Pfeifen nicht vergessen. Ja. Quack, 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 quack. Ja, sorry, aber ganz ehrlich. Okay. Da bin ich wieder. So im Dunkeln hatte ich den Eindruck, draußen treiben sich wirklich Leute herum. Das klären wir noch. Stell den Karton auf den Schreibtisch. Ja, wohin? Das ist ja kein Platz. Unsere Funzel bringt nichts.
Festhalten, Bob! Ach, so ein Mist. Ich hoffe, die Lampe ist noch heil. Kollegen, das im Karton ist gar nicht die Therapielampe. Die Teile gehören zu einem Nachtsichtgerät. Wow. Leider fehlen ein paar Schrauben. Oh, komm schon. Kollegen, das im Karton... 15 Schrauben. Ja, klar. In die Kiste gefallen. Okay. Ich frage ja schon gar nicht mehr. Ich sammle die Schrauben. Ist schon gut. So. Hier. Da oben noch. Ja, ist doch gut. Ja, eine fehlt mal wieder. Die liegt hier links im Regal. Was können die eigentlich? Der Zusammenbau ist kinderleicht, sobald wir den passenden Schraubenzieher haben. Peter, wärst du so gut? Na schön. Ich drehe meine Runde und besorge die richtige Größe. Die hätte ich doch gerade mitnehmen können. Ja gut, wir wussten ja nicht, dass wir ihn brauchen. Aber die haben in ihrem Büro in der Zentrale keinen Schraubenzieher. Ich suche also einen passenden Schraubenzieher im Dunkeln. Was soll's. Ich schnapp mir alle, die hier rumliegen. Das dachte ich mir. Schau mal, da liegen 10 Schraubenzieher einfach so rum. Und in der Zentrale haben sie keinen einzigen. Ja? Und das kann ich irgendwie nicht glauben. So. Moment. Hier bleibe ich nicht. Das sind doch keine Menschen. Was ist denn los mit euch, Leute? Ja, 6 noch. Wo können jetzt noch 6 Schraubendreher sein? Was war das für ein Geräusch? Habt ihr das gehört? Geh mal zurück hier. Geh mal zurück, Alter. Hier denn nichts mehr? Wo kann denn hier noch ein Schraubendreher sein? Sind alle schlafen gegangen? Oha, jetzt ist da dunkel im Haus. Die Ruhe ist ja nicht zum Aushalten. Die Hand hier. Boah, ganz schön spannend, oder, Leute? Aber es sind jetzt hier... Wenn ich meine Runde vorzeitig beende, gelte ich wieder als Hasenfuß. Hier bleibe ich nicht. Ganz ehrlich, hier können doch keine 6 Schraubenzieher mehr sein, der Dreher. Entschuldigung. Ohne mich. Da will er weg. Ja, ich sehe hier jetzt aber auch so spontan keinen mehr, ganz ehrlich. Wo können die denn noch sein? Noch 6 Schraubendreher. Ich meine, was habe ich für eine Wahl? Also, ich meine... Hier bleibe ich nicht. Was war das gerade wieder für ein komisches Geräusch? Als würde irgendwas laufen. Ohne mich. Ja, Mann. Ich hoffe, hier kassiert mich keiner ein. Lustig. Ja. Ich hoffe, hier kassiert mich keiner ein. Komm, 6 Schraubendreher. Bin ich blind? Oder was ist hier los? Da war schon wieder das Geräusch. Keine Anzeichen dafür, dass sich ein Fremder im Haus aufhält. Ja, aber... Sechs Schraubendreher. Ich sehe nicht mal einen. Da waren halt die hier drin lagen. Und fertig. Ah. 5, toll. Wie war das? Zurück in die Zentrale, nur durchs kalte Tor. Ja.
Aber, ach so, ich habe das Regal vergessen. Natürlich, oh Mann. Na gut. Darf ich jetzt vielleicht ein bisschen geschlafen? Die Vogelgeräusche sind einfach absolut Hammer. Hammer! Rundgang beendet. Bob hat recht, wir sind nicht allein. Ja, stimmt wohl. Davon werde ich mich selbst überzeugen. Sobald dein Sortiment an Schraubenziehern dienlich war. Dreher, Schraubendreher. Dreher. Will der Vogel nicht mehr schlafen? Blackie? Ein Nachtsichtgerät ist mit einer Fotokathode ausgestattet. In jeder scheinbaren Dunkelheit verstärkt sie das vorhandene Restlicht. Ja. Dessen Elektronen treffen dabei auf einen Schirm und lassen ihn grüner strahlen. Grüner strahlen. Das Bild mag etwas verschwommen sein, aber erspähen lässt sich alles. Oh Justus, egal, ich wollte eigentlich... Besucher oder Onkel Titus Speziallampe. Ja, ich wollte ein Nachtsichtgerät bauen und keinen Vortrag hören. Unsere Funzel bringt nichts. Der Helm braucht... Ja, und jetzt? Aha. Ach. Quatsch, ich will raus. Dunkle Nischen sind nicht geheuer. Setz die Brille auf. Das ist Ansichtssache. Setz die Brille auf, Mann. Wenn jemand im Häuschen hockt. Wenn jemand im Häuschen... Tante Mathilda hat das Kassenhäuschen offen gelassen. Folglich hat sie die Einnahmen woanders weggeschlossen. Ist das grüne Tor sicher? Die Puppen muss es im Sonderangebot gegeben haben. Na bitte, alles friedlich. Aber ist die Schrottkarre nicht ein Chevrolet? Oh ja. Kein Kennzeichen. Die Farbe könnte blau sein. Ja, das ist die Karre von Chip Delaney. Kein Kennzeichen. Die Farbe... Warte mal, wo muss man da drücken? Da. Kleine Planänderung. Wenn sich Chip auf dem Schrottplatz befindet, sollte er sich finden lassen. Ja, das denke ich aber auch. Onkel Titus hat es mit den Modepuppen wirklich übertrieben. Ich finde das ganz geil, weil das, das schreckt vielleicht auch Chip Delaney ab. Wenn jemand im... Oha! Wer ist da? Zeigen Sie sich! Sie hat's auch schon gemerkt. Ich bin's, Tante Mathilda. Ich dachte, ihr schlaft längst. Justus? Du? Was schleichst du ums Haus? Noch dazu in dieser Aufmachung? Das ist ein Nachtsichtgerät. Wir patrouillieren. Aber wie ich sehe, kommst du gut allein zurecht. Ja, Aber ganz ehrlich, Chip Delaney muss auch hier sein. Solange nicht alle Punkte abgehakt sind. Wo kann ich noch hingehen? Geschickte Hände brauchen gutes Licht. Kennzeichen. Die Farbe könnte blau sein. Er soll halt mal hingehen, oder?
Tante Mathilda hat das Kassenhäuschen. Diese komische Katzengeräusche oder was das ist, Wahnsinn. Ich dachte jetzt, es... Ich dachte, es wäre eine Figur mehr als vorher, weißt du? Geschickte Hände. Solange nicht alle Punkte abge... Wo willst du noch hingucken, Mann? Wenn jemand im Häuschen... Als erster Detektiv sollte ich mich an meine eigene Anweisung halten. Auf Tastsinn allein ist kein Verlass. Ich will mich nicht am Werkzeug verletzen. Also anscheinend muss Chip Delaney hier irgendwo sein. Er muss da sein. Und zwar nicht im Auto, sondern hier innen. Wenn jemand im... Aber wo, Leute? Wo ist er? Ja, faszinierend. Oder ist es eine Frage der Zeit, bis wir ihn finden müssen? Tja. Kein Kennzeichen. Na ja, okay, okay. Ja, liebe Leute, ganz ehrlich, ich bin gerade etwas überfragt. Solange nicht. Was kann ich denn hier noch checken? Ja, haben wir schon. Oder erscheint das einfach irgendwann, oder wie ist das, oder... Ich weiß auch nicht. Tante Mathilda hat das Kassen... Tante Mathilda hat das Kassenhäuschen offen gelassen. Naja. Es ist schon ein bisschen komisch. Okay, da waren wir schon. Aber wo kann ich noch hin? Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Wenn jemand... Blick ich's gerade wieder nicht, oder warst du da? Boah, ich habe keine Ahnung. Die Regenrinne ist natürlich auch mal so, nicht, dass ich da raufklettern will. Aber hier ist auch niemand. Ich will mich nicht am Werkzeug verletzen. Aber guck mal. Da gehe ich anders ran. Auf Tastsinn allein ist kein... Auf Tasten. Er hat das Auto hier hinten geparkt. Das Auto steht hier hinten. Und er kommt wenn dann... jemand im Häuschen... Nein, der kommt dann hier rum. Ne? Also wenn, dann muss er sich hier irgendwo befinden oder sowas. Ja, also... Das wäre jetzt so mein Ding, so irgendwo da oben im Baum oder was? Wenn ein Chip da reinklettert oder was, oder hier hinten rumkommt. Ich habe doch sonst hier alles abgesucht. Geschickte Hände. Solange nicht alle Punkte abgehakt sind. Es sind doch alle Punkte abgehakt. Wo kann ich noch hingucken? Geschickte Hände brauchen gutes Licht. Tja,
Leute, ich weiß es nicht. Ich komme nicht weiter.